Also, heute mal wieder ein bisschen allgemeineres Video, was die letzte Zeit so passiert ist. Man sieht schon im Hintergrund, der Rundholzplatz ist ziemlich leer. Ich habe dieses Jahr eigentlich nichts anderes gemacht als einen Umschnitt. Und das im Hintergrund sind so die letzten Stämme, was jetzt im privaten Umschnitt noch so drüber ist. Also den habe ich in den letzten Wochen eben jetzt weggeschnitten, besonders die ganzen kleinen Positionen. Weil es eben, sag mal, dieses Jahr so war, dass viele, besonders viele private Leute auch teilweise große Mengen an Rundholz zum Schneiden gehabt haben. Also wirklich LKW-weise von 25 Festmeter bis über 100 Festmeter drüber. Ich glaube, der größte Lohnschnitt war sogar 150 Festmeter, was wir an privaten Zweck da gehabt haben. Und das, was man jetzt quasi noch im Hintergrund sieht, da hat jetzt gerade die Bewässerung aufgehört, ist quasi jetzt noch der Rest vom gewerblichen Abschnitt. Ungefähr so der Haufen, der wo jetzt im Vordergrund liegt, liegt nochmal auf dem Bachdamm auf der hinteren Seite nochmal. Also ich schätze mal ungefähr, dass jetzt noch so 550 Festmeter da ungefähr da liegen. Das wird mir jetzt wahrscheinlich reichen, bis wahrscheinlich Ende des Jahres noch zum Schneiden. Und ich denke, dass sie bis dahin schon wieder neue Möglichkeiten aufgegeben hat. Aber im Prinzip geht es eigentlich beständig weiter. Man hat jetzt aber die letzten Wochen und Monate gemerkt, dass beständig weniger geworden ist. Rundholzpreise sind auf jeden Fall wieder stark gesunken. Nicht nur wegen dem Käferholz, sondern auch weil der Absatzmarkt einfach weniger geworden ist. Ihr kennt es, glaube ich, alle. Häuser bauen wird gerade extrem teuer. Lieferengpässe spielen natürlich da auch eine große Rolle. Also kurzum, der private Häuslebauer und auch, ich habe es von ein paar Schreinern mitbekommen, dass auch öffentliche Bauten auch teilweise von den Verträgen zurückgetreten sind, einfach weil die Baukosten zu hoch sind. Genau. Als nächstes im Hintergrund die Bandsäge. Ich hoffe, ich kann mal ein extra Video drüber bringen. Ist sehr interessant geworden, das Ganze. Funktioniert einwandfrei. Ja, ich will nicht jetzt zu viel vorwegnehmen, aber kurzum, ich sag mal, wenn man einen langsamen Vorschub schneidet, habe ich teilweise fast die gleiche Schnittqualität wie beim Horizontalgatter. Wie gesagt, das ist die Dümpler-Technik. Ihr wisst ja, ich bin ja da nicht so der Fan davon. Aber ich nutze die Bandsäge hauptsächlich zum Stämme zuschneiden und vielleicht für kleinere Sachen, zum Beispiel hier haben wir einen sehr astigen Kirschstamm. Weiß nicht, ob das eine Kirsche war, aber ich glaube jetzt mal schon, gehabt. Und für sowas ist das optimal. Und wenn man langsam Vorschub schneidet, ideal für ja, solche Kleinprojekte. Und da, wenn einmal ein Nagel drin ist, ist bei so einem Bandsägeblatt nicht zu viel kaputt. Und ja, funktioniert mehr gutes Teil. Ich werde aber extra wieder drüber machen, weil es schon sehr interessant ist, zum Sehen, wie das Ganze schneidet, besonders mit den ganzen Stammwänden etc. Sieht alles ein bisschen zusammengebastelt aus, aber funktioniert mega, mega gut. Das, was wir oben sehen, die vorderen Stämme, die werden noch zu Lappen geschnitten. Die hinteren werden 20x55 Bohlen. Und wie gesagt, das ist jetzt auch ein privater Lohnschnitt gewesen. Da sollte noch ein bisschen was dazukommen. Und ja, das war jetzt das, was ich so die letzten Wochen eben geschnitten habe. Das sind alles Sachen, die staple ich auch nicht. Die werden direkt so abgeholt. Entweder ich bündel die und die werden verladen oder eben lose. Und das sind lauter Sachen, die wo ich nicht stapel. Das ist alles so privater Lohnschnitt eben gewesen. Warum habe ich das dieses Jahr gemacht? Es wäre viel lukrativer gewesen, wenn man jetzt dieses Jahr einfach ganz normal in Handel geschnitten hätte.
Also definitiv lukrativer wie jetzt Lohnschnitt. Das Ding ist, ich habe vorletztes Jahr eben schon so viel Lohnschnitt gehabt und will mir einfach diese Reichweite, die ich mittlerweile einfach als Lohnschnittsäge habe, eben weiterhin so behalten. Und ich denke da langfristig, ich habe die Preise auch nicht extrem angepasst. Ein bisschen haben wir Erhöhung gehabt Anfang des Jahres. Aber im Prinzip bleibt es eigentlich alles so, wie es ist. Und ich werde auch jetzt in Zukunft auch nichts an den Preisen verändern. Das wird alles weiterhin so bleiben. Das ist so die Strategie dahinter. Und um einfach langfristig auch mit dem Kunden gut in Kontakt zu bleiben und einfach einen stabilen, gleichmäßigen Preis eben hier zu fahren. Genau. Hintergrund sieht man gerade so den Schnittholzplatz. Es stehen gerade aktuell, also gestern waren es noch die 9 Ladungen, jetzt dürfen es wahrscheinlich noch so um die 7 Ladungen ungefähr sein, was gerade aktuell hier steht. Es sind gestern 3 Ladungen abgeholt worden, da bin ich ziemlich froh drüber, dass man wieder einen Platz hat. Aber das ist alles aus dem Rundholz geschnitten, das eben oben beim Haufen liegt, und da geht es nach wie vor auch weiter. Und das ist immer Lohnschnitt, den ich auch stapel, und da, wo die Dienstleistung mit inbegriffen ist. Hier die Stapelanlage im Hintergrund hat sich auch nicht viel verändert. Ist alles ziemlich gleich geblieben. Ein paar kleine Reparaturen waren, aber die Stapelanlage läuft sehr, sehr gut und bin ja mega mäßig zufrieden damit. Ja, was auch noch ganz interessant ist, sind die Spaten und Spreißel. Kommt immer darauf an, bei den Privaten gehen die meistens mit dem Kunden. Die meisten lassen es aber mittlerweile da, einfach weil es zu viel Arbeit ist, das so Rundholz zu schneiden oder aus anderen Gründen. Und ja, krass ist auf jeden Fall, dass ich sag mal so im Jahre. Ich sag mal, im Jahre 2018 waren die Preise eigentlich ziemlich gut. Da hat man so für eine Ladung ungefähr so, ja, 900 bis 1000 Euro für eine Ladung bekommen. Und so letzten Jahre ist das permanent gesunken. Also ich glaube, der Tiefstand war so Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres. Da hat man vielleicht noch für eine Ladung so 250 vielleicht bekommen. Also absolut krank, wie das gefallen ist. Und jetzt mit Energiekrise und viele Stellen auf, also viele Heizungen, viele private Heizungen werden auf Pellets umgestellt etc. Und mit der Energiekrise ist es brutal, wie sich die Preise nach oben verschoben haben. Also mittlerweile für eine Ladung von den Spreißeln sind es auf jeden Fall über 1000 wieder. Zu der Sägespende kommen wir später noch, aber es ist brutal, wie sich auf jeden Fall diese Kosten für die Säge, Restholzprodukte nach oben bewegt haben. Bin gespannt auf jeden Fall, wie das die nächste Zeit weitergeht. Mit Gesprächen von den, also ich fliege hauptsächlich an die Spanplattenindustrie, und die haben gemeint, es ist dementsprechend gerade aktuell sehr schwierig, eben Sägespäne zu bekommen, weil viele eben in die Pelletsindustrie gehen. Und besonders diese Restholzbündel, die meistens sehr lange auf Lager sind, die sind mittlerweile komplett aufgebraucht. Also die Lager sind von den Spanplattenherstellern ziemlich leer. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant, wie die da auf jeden Fall der Hintergrund ist. Und ja, wie gesagt, sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ja, Thema Trockenkammer. War dieses Jahr, also Anfang vom Jahr war ziemlich viel zum Trocknen. Also da ist sie, also ich glaube so Januar bis April ist sie eigentlich permanent durchgelaufen. Die letzten Monate war dementsprechend sehr wenig zum Trocknen. Ja, ist immer ein bisschen, also ist immer auftragsbedingt, muss ich jetzt mal sagen. Kommt immer darauf an, welche privaten Kunden eben getrocknete Ware haben wollen. Dann eigentlich waren die Schreiner, die hauptsächlich die mir jetzt eigentlich Ware zum Trocknen gebracht haben. Das ist auch ein bisschen weniger geworden. Also wie gesagt, da ist ein bisschen ruhiger gerade aktuell um die Trockenkammer. Bin ja aber ganz froh bei den aktuellen Preisen. Und ja, mein Gott, also ich komme bestimmt wieder andere Zeit, aber ist auch okay von der Auslastung her. Ich sag mal, das hat die hat die letzten Jahre genug gearbeitet. Ich kann jetzt vielleicht mal ein paar Monate ein bisschen weniger machen. Genau. Hier im Hintergrund Sägespäne habe ich gestern verladen auch.
Ist auch brutal, wie der Preis sich nach oben schon geht. Also mittlerweile für eine Ladung brutal, ich glaube 1500 Euro ungefähr um den Dreh. Also das kann es plus minus 100 Euro sein. Auf jeden Fall auch brutal, wie sich das nach oben verschoben hat. Preis fast für 1,5-facht. Also absoluter Wahnsinn. Genau. Ich habe es gemerkt, es fragen auch Firmen an. Besonders im Bereich von die Betonziegel, die anscheinend auch Sägespäne dazwischen drin mit reinmischen. Und solche Anfragen haben wir auch eigentlich in den letzten Jahren gar nicht bekommen. Genauso wie beim Rundholz. Also Rundholz auch, wenn ich immer merke, okay, mich rufen private Waldbahnen an und fragen mich, okay, nimmst du gerade vielleicht Rundholz ab? Dann merke ich, okay, die BPV oder die Staatsforsten, die nehmen gerade relativ wenig Rundholz ab, weil die großen Sägewerke eben nicht so großen Bedarf haben. Also da merke ich immer schon, okay, jetzt fällt der Preis wieder. Beziehungsweise ja, das Käferholz sind natürlich gerade auch wieder aktuell zu. Merkt man schon zunehmend. Genau. ansonsten, ich kann am Schluss noch ein paar Sachen einfügen, was an Reparaturen waren, vielleicht so die letzten Wochen. Ist vielleicht auch ganz interessant. Muss mal schauen, ob wir ein paar Bilder gemacht haben oder ein paar Videos. Ich glaube, das krasseste war ein Lager vom Gattervorschub. Das war eine sehr große Reparatur. Da bin ich 1-2 Tage gestanden. Aber ansonsten ja, läuft alles sehr gut eigentlich dahin. Bin mega zufrieden. Und ja, ich hoffe, das war mal wieder ein kurzes Update. Hat euch gefallen. Genau, gebt mir ein Like, Abo, wenn ihr Bock habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Servus.